In diesem Video geht es um die Problematik, dass Vermittlungsketten nicht verstanden werden im Softwareentwicklungsprojektgeschäft, sodass Situationen entstehen, die nicht entstehen müssen, die nicht nur die Seite der Softwareentwickler unzufrieden machen, sondern auch die Qualität der Arbeit verschlechtern und auch den Kunden unzufrieden machen können. Und in den letzten 13 Jahren habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen, wenn sie Softwareprojekte umsetzen, oft aus einer sehr theoretischen Sicht kommen, nämlich aus einer Verkaufssicht, Betriebssicht und dem Kunden erstmal das Projekt verkaufen und dann auch gar nicht wissen, wie sie es umsetzen. Und dann ruft man Vermittlungsagenturen an, weil man gar keine Ahnung, keine Kontakte hat, sondern man kriegt ein Budget zugesichert, dann sagt man sich, okay, jetzt haben wir irgendwie Budget und jetzt ruft man diese typischen Vermittlungsagenturen an und sagt denen, die auch Verkäufer sind und auch gar keinen Plan haben von dem, was sie tun, was sie so suchen aus deren Sicht, was oft nicht immer so alles richtig ist, oft viel zu viel fordern, ja, am besten ein Experte in allen Technologien, die es gibt, am besten auch ein Verkäufer, ein Vertriebler, ein Marketer und der macht alles, der kann alles, der macht alles, der berät auch unser Unternehmen und der macht auch die Steuererklärung und so die Richtung. Dann kriegt man solche Ausschreibungen zusammengefasst, ja, wo man alle Technologien irgendwie nennt. Das äußert sich so, dass dann irgendwelche niedrig bezahlten Kräfte, Quereinsteiger, was auch immer, dann den Hörer in die Hand nehmen und dann irgendwie herumtelefonieren, irgendwelche Entwickler abtelefonieren. Ne? Kommt sowas wie her: Schmidt, ich habe da so ein Kundenprojekt und hätten Sie denn Kapazitäten? Es geht um das und das. Okay, ich höre mir das an und worum geht's? Ja, der Kunde sucht jemanden, der kann HTML. Ja, und der sucht jemanden, der kann JSON und quasi auf dem Niveau wie, haben Sie einen Computer, haben Sie eine Tastatur, das sucht der Kunde. Wenn man ein bisschen Ahnung hat, also wirklich nur einen Hauch, bin ich auch ganz froh, ich habe auch Quereinsteiger bei mir, eine Frau, die innerhalb von 2 Wochen mehr gelernt hat als 99% des ganzen Marktes in Jahren. Sie fragt niemals ab, kennen Sie HTML oder JSON, sondern mein Ansatz ist halt anders, auf den Punkt gebracht, zielgerichtet, dass man grob versteht, worum es geht und nicht diese Details dabei, kennen Sie HTML. Weil das Problem ist, diese Vermittlungsagenturen, die können gar nicht abstrahieren, was der Kunde benötigt. Die verstehen nicht mal, was der Kunde, sondern die nehmen einfach so 1:1. Der Kunde sagt, die lesen das so 1:1 vor. Er muss ein Mensch sein, muss irgendwie was studiert haben in Richtung Informatik. So aus der Sicht einer Fachabteilung, die völlig ahnungslos ist von technischen Dingen. Und dann rufen die eine Agentur an, die auch völlig ahnungslos ist von technischen Dingen. Und dann rufen die halt Leute an wie uns, andere Firmen, lesen das so 1:1 vor. Und dann ist das echt absurd, das zu hören. Und es geht aber eigentlich schon auch auf die Nerven. Diese Agenturen, die nehmen natürlich auch Provisionen. Ja, wenn man ins Projekt kommt, vorgestellt wird, oft stehen hinter diesen Vermittlungsagenturen weitere Vermittlungsagenturen, dann nochmal Vermittlungsagenturen. Und jeder nimmt seinen Cut. Ich habe oft die Situation gehabt, dass diese Agenturen auch keine Fragen beantworten können, sondern einfach nur, die lesen einfach ihre Ausschreibung vor, die irgendwie sehr abstrakt allgemein ist. Und dann kommt man irgendwie ins Projekt rein, wo auch gar nicht klar ist, was da genau passiert. Ja, es fängt schon mit dem Vor-Ort-Anteil an. Für mich ist es ein extrem großer Unterschied, wenn ich aus Hamburg komme, ob ich jetzt aus Hamburg nach Stuttgart fahre, wie oft, einmal im Jahr, einmal im halben Jahr, einmal im Monat oder jede Woche. Und wenn ich dann solche Fragen an diese Vermittlungsagenturen stelle, ja, wissen wir auch nicht. Der Kunde hat gesagt, ja, irgendwie vor Ort, vielleicht am Anfang, vielleicht zwischendurch, ja, vielleicht. Vielleicht kann ich doch keinen Stundenpreis nennen. Aber die wollen immer einen Stundenpreis kennen, bevor man einen vorstellt. Und das funktioniert überhaupt nicht. Das ist auch völlig unseriös. Dass sie überhaupt so arbeiten können, verstehe ich nicht. Und das ist leider kein Einzelfall, sondern die Regel. Mein Mitarbeiter, der diese Vorqualifizierungsgespräche führt, stellt die Frage, ja, wie oft vor Ort? Ja, wissen wir nicht. Daher ist meine Empfehlung ganz klar, diese Agenturen, die eigentlich völlig ahnungslos sind von dem, was sie tun, auch gar nicht abstrahieren können. Ja? Also es wäre ja was anderes wie, da sitzen kompetente Leute, von denen gibt es ja auch welche, wenige, die verstehen, warum ein Kunde das so möchte. Die fragen auch gar nicht, können sie HTML, sondern die kommen gleich zum Punkt. Die können auch alle Fragen meistens kompetent beantworten, aber von denen gibt es halt auch sehr wenige. Meine Empfehlung ist im Prinzip ganz einfach, Vermittlungsagenturen umgehen und einfach lernen, Freelancer Map zu verwenden. Das ist der Marktführer für selbstständige Softwareentwickler. Eine Plattform, einfach einen Post erstellen. Man möchte das und das, muss auch gar nicht detailliert sein und dann meldet man sich. Und dann hat man ein Qualifizierungsgespräch, wo man ganz kurz drüber spricht, wie lange geht das Projekt, Stundensatz, Budget, Anforderungen, fachlich reicht aus. Dann hat man ein Interviewgespräch, wenn das alles passt und dann gibt es eine Entscheidung und das ist eigentlich so das Beste. Weil diese Vermittlungsagenturen sind im Prinzip genau das, machen 1:1 das auf, was der Kunde ihnen vorgibt, erweitern nichts, ergänzen nichts, abstrahieren nichts in der Regel, setzen das auf irgendwelche Plattformen wie Freelancer Map oder teilweise auch
irgendwelche Ads, warten, bis dann die Freelancer sich bewerben oder die Agentur, die IT-Dienstleister, und dann nehmen die Profile an, kommentieren das noch mit ihren Logos, damit sie sagen, guck mal, wir haben ja jetzt einen Mehrwert, wir haben ja ein Logo auf das Profil gepackt. Das ist unser Mitarbeiter sozusagen, nach dem Motto, wo es auch Quatsch ist. Dann sieht man das auch immer so in diesen ängstlichen Fragen, ja, sind Sie schon vorgestellt beim Kunden und ja, sind Sie schon in irgendwelchen Prozessen drin? Hallo, man ist eine Firma, natürlich ist man immer in Prozessen drin, so soll es natürlich auch sein. Deswegen diese Frage schon völlig absurd, aber dann werden diese Profile vorgestellt und da wird man auch doppelt mal vorgestellt. Dann fragt sich der Kunde, ja, wie, warum ist das dann doppelt vorgestellt? Ja, weil man selbstständig ist. Denn man ist doch nicht angestellt bei den Agenturen. Natürlich kann es passieren, dass man auch mehrmals vorgestellt wird. Und dann ist das Problem der Kunde, den interessiert es ja nicht, an wen er was zahlt, sondern der sieht nur seinen Stundensatz, den er bezahlt pro Stunde, und die Arbeit macht nur der Entwickler, der IT-Dienstleister, und alle Zwischenagenturen, die irgendeine Marge nehmen, die haben im Prinzip nichts geleistet, was das Projekt an sich befördert. Wenn du jemanden haben möchtest, der direkt für dich die Softwareprojekte umsetzt, ohne diese Vermittlungsagenturen, die sowieso keinen großen Mehrwert leisten, außer Provisionen anzunehmen, die dir und dem IT-Dienstleister, dem Software-Dienstleister nicht helfen, dann melde dich direkt bei dem Umsetzungsexperten, nämlich bei uns, und wir sprechen darüber, wie wir dir bei deinem Softwareprojekt helfen können und wie wir dein Softwareprojekt umsetzen können. Deine Vorteile dabei sind, dass du direkt mit dem Experten sprichst und nicht mit irgendeiner Vermittlungsagentur, die gar nicht versteht technisch, was du möchtest und warum du das möchtest. Du sprichst mit dem Experten, der sofort für dich umsetzen kann, der die Ressourcen bereit hat, dieses Projekt umzusetzen, der sofort starten kann, der nicht erstmal Experten suchen muss und vermitteln muss und rekrutieren muss und Profile sammeln muss, sondern direkt mit dem Experten, der sofort für dich die Projekte umsetzen kann. Unsere Kompetenz ist Softwareentwicklung und wir sind keine Vertriebler, die dann irgendwie nach Fernost delegieren oder nach Brasilien oder Ukraine oder selber irgendwelche Sachen staffen, sondern wir setzen selber Projekte um, haben eigene Mitarbeiter und wir sind auch der Ansicht, dass wir nicht aus einer theoretischen Perspektive aus handeln, sondern wir können nur das delegieren, was wir selber verstehen. Deswegen bin ich auch selber Softwareentwickler und nicht ein BWL-Student, der den Master MBA gemacht hat und jetzt versucht, Softwareprojekte zu vermitteln und zu verkaufen und anzubieten oder umzusetzen. Wenn es das ist, was du möchtest und was dir gefällt, dann melde dich sofort bei mir, damit wir darüber sprechen können, wie wir dein Projekt nach vorne bringen.